Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Mondschein hat uns höchstpersönlich geküsst um 0 Uhr. Denn Angel Payne hat was rausgehauen. Und zwar Küssen im Mondschein. Ich habe gerade 3 Sekunden nicht geredet, ne? Ich habe keinen Plan, warum. Auf jeden Fall, Küssen im Mondschein von Angel Payne ist draußen und da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Das Ding ist, ich wollte eigentlich bis 0 Uhr wach bleiben und die Reaction genau um 0 Uhr machen. Oder halb 12, ich bin fast weggepennt hier vom PC. Oder? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich geh pennen. Aber, jawohl, wir sind hier. Angel Payne. Angel Payne, Küssen im Mondschein. Der letzte Track, bevor die EP kommt. Und ich hoffe, also ich glaube ja, wobei doch, das weiß man, glaube ich, dass dieser Track nicht zur EP gehört. Hoffe ich, wenn der zur EP gehört, dann ist der wahrscheinlich nicht mit in der Reaction drin, ne? Aber das ist nicht das Ding, weil auf EP gibt es eine Live-Reaction. Ja, 31.05. live auf Twitch zum letzten Mal tatsächlich auch. Ja, das letzte Mal live auf Twitch dieses Jahr. Oder generell erstmal für immer. Aber ich würde sagen, wir fucking gar nicht so lange. Wir gehen rein. 2 Minuten 8 geht das Brett. Musik ist immer noch Therapie. Genau so und nicht anders. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Bin gespannt. Irgendwie gedacht, jetzt kommt irgendwas mit Bastard. Ich weiß nicht, irgendwie hat das so vom Reim her gepasst. Irgendwie hat das voll gepasst, so, aber ja gut. Warum sollte man in so einem Track das Wort Bastard sagen, ne? Das ist halt auch wieder das Ding. Ey, aber ganz ehrlich, mir gefällt das Ding jetzt schon, ne? Alleine vom Mix und Mastering, Digga, da hat, ich schätze mal, ich rate jetzt einfach mal, YouTube wieder ganz dezent gezaubert, Digga. Krank, was der Typ alles machen kann, ne? Krank, was der macht. Krank, was der machen kann bezüglich Mixen, Mastern, Voice Effects. Gutes Beispiel: Nightcrawler von Shogun und Yuji. Digga, das Ding war ja krank, Digga. Die Effekte in Yuji seiner Stimme, Digga. Puh. Lass dich drüber reden. Ja, ey. Gefällt mir jetzt schon, ne? Nach 29 Sekunden schon verliebt, Digga. Am Anfang, aber ich will es versuchen. Deine Hand in meiner Hand möchte ich mir vorstellen. Bist du meine Rettung oder bringst du mich zum Bluten? Strahlend heller Mondschein, ich hab mich in dich verloren. Sitzen hier so rum und erzählen ein bisschen. Bierchen in der Hand und wir rauchen ein Kippchen. Ist das dieser Moment, den ich. Auch geile Line. Auch geile Line eigentlich. Warte mal, die muss ich noch mal hören. Strahlend heller Mondschein, ich hab mich in dich verloren. Sitzen hier so rum und erzählen ein bisschen, wie ich in der. Was sitzen hier so rum und erzählen ein bisschen Bierchen in der Hand und wie, was? Und wir rauchen ein Kippchen. Und rauchen ein Kippchen, Digga. Ey, Digga, das ist eine geile Line, Digga. Das ist eine geile Line. Das ist eine geile Line, Alter. Holy moly, Macaroni, man.
Ist das dieser Moment, den ich gerade erwarte? Weil er dich so gerne küssen, bis es uns in Fahrt bringt. Küssen im Mondschein, wir sind alleine. Küssen im Mondschein, ich lass mich leiten. Küssen im Mondschein, du hast dich gepackt, ja. Küssen im Mondschein. Schön den Endteil vom Beat nutzen, um den ausklingen zu lassen. Sehr geil. Geiles Teil, Alter. Real Talk. Ey, jetzt bin ich umso mehr hyped auf die EP, ne? Jetzt bin ich umso mehr hyped auf die EP. Das Ding ist, es sind ja zwei Singles von der EP draußen und ich habe die immer noch nicht gehört. Ich weigere mich, seitdem dieses zwei Songs draußen sind, weigere ich mich, diese Songs zu hören, weil ich die in der EP hören will. Weiß gar nicht, welche das waren. Ich glaube, Vergessen und Dieser Tag. Die beiden Songs habe ich noch nicht ein einziges Mal gehört. Das ist crazy, dass ich die noch nicht gehört habe, ne? Das ist auch richtiger Dings, Bruder. Muss ich mich auch richtig zwingen dazu, die nicht zu hören, bis die EP kommt. Und ich muss noch eine Woche aushalten, Bruder. Das ist das Schlimme. Hier, 31.05. Da kommt die EP-Ding hier. Ich muss noch 7 Tage muss ich jetzt aushalten. Reicht, Bruder. Bitte. Egal. Boys and Girls. Of all ages. Wer auch immer hier alles zuguckt. Keine Ahnung, wer sich den Kram hier gibt. Leute, ich würde sagen, schaut bei dem vorbei, okay? Tut mir diesen einen Gefallen. Schaut bei ihm vorbei. Bitte. Tut mir diesen Gefallen. Tut ihm diesen Gefallen. Schaut bei ihm vorbei. Bitte. Wirklich. Mehr als verdient, Digga. Mehr als verdient. Ja, aber man muss auch mal Props geben an Yuji, ne? Mix und Masters einfach. Puh. Oder andere Dimension. Aber das ist eigentlich bei... warte mal. Welcher Track war nicht von Yuji? Gemixt und gemastert. Ich meine Träume, ne? Mit Takumi zusammen. Ich meine, der wurde nämlich von jemand anderem gemacht. Soweit ich das weiß. So wie ich das mitbekommen habe. Aber egal. Das soll mich gar nicht jucken. Klingt trotzdem geil. Aber ich möchte noch kurz auf das Cover eingehen. Das ist halt auch geil. Hier oben halt einfach Angel, dann den Songnamen und dann nochmal den zweiten Teil vom Namen einfach. Aber auch hier, Digga, diese... Leider der Mond auf dem Cover sieht schon geil aus, Alter. Ich will gar nicht wissen... Oh, fuck. Eigentlich würde mich das schon mal interessieren, ne? Ob er da jemanden für hat, der die Dinger erstellt, diese Cover, oder ob das einfach so... Ja, ich sag jetzt mal so, Poster my wall, Stock... Footage-Cover sind. Das würde mich mal interessieren, Digga. Weil die Cover sehen auch für jeden Track so scheiß geil aus, Alter. Gut, außer da, wo echte Personen draus sind, da habe ich keinen Plan, wer das ist. So juckt mich relativ gar nicht eigentlich, aber, ne? Oder hier, Lass es Stuart, auch geisteskrank geiles Cover, ne? Oder Träume, auch geiles Cover mit dem kaputten Audi, Digga. Gut, Antwort, ja gut, ne? Ist halt, ne, bisschen grau gehalten. Aber alleine für den Track ist das Cover geil. Hier, warum auch geiles Cover. Es war auch eine echte Person drauf. Aber I don't know. Hier Down und High, Digga. Das ist immer noch das geilste Cover bis jetzt. Bin mal gespannt, wie das EP-Cover aussieht. Boah, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das EP-Cover geisteskrank geil aussieht, Alter. Vor allem, ich weiß gar nicht, weiß mal, wie viele Songs auf der EP sind? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, man weiß gar nicht, wie viele Tracks auf der EP sind, aber wenn er zwei rausgehauen hat, da müssen ja mindestens 5-6 Stück drauf sein, oder nicht? Also von so 5-6 gehe ich auf jeden Fall aus. Egal, mal gucken. Ich lasse mich überraschen, eine Woche noch.
Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Liebe natürlich verlinkt. Genauso wie alle anderen auch. Neuerdings. Fett nicht neuerdings, ne? Schon fett seit 2 Monaten. Da ist auch der Song verlinkt. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi Likowski. Glaube ich.